Vieles war auch einfacher, weil wir in Lützelenden der Paltorstraße gewohnt haben. Die Nachbarn, das waren ja auch alles Russlanddeutsche, die mit den Briefen die Eltern unterstützt haben. Und was einen auch sehr vieles weitergebracht hat, ist, dass zum Beispiel schnell zu den Vereinen beigetreten bin, auch dieses Vereinsleben gelebt habe, Fußball, Tischtennis. Und vielleicht auch, dass ich nicht so spät nach Deutschland gekommen bin, also jetzt nicht mit 15 oder mit 20 Jahren, sondern ich war erst 10 und bin dann in die 4. Klasse gekommen. Und Sie studieren jetzt was? BWL bei Studienplus. Das heißt, Sie sind im dualen Studiengang, sind auch im Unternehmen? Genau. Momentan im Projektstudium, was mehr Spaß macht. Das haben wir alle in der Ost, dass irgendwann die Praxis mehr reizt als die Theorie. Aber Praxis, Theorie, das ist das nächste Thema, das ich mir notiert habe. Wir haben ja oft die Situation, da wo wir früh ansetzen können, wird es nicht so weit kommen, aber übergreifend bei Migranten wie bei Deutschen große Probleme in dem, ich sag mal, unteren Bildungssegment. Wir haben jetzt im neuen Schulgesetz, das demnächst im Landtag eingebracht wird, ein neues Modell entwickelt, die Mittelschule. Ja, einfach bildhaft ein Eingang, zwei Ausgänge, eine verbundene Haupt- und Realschule, in dem Sinne auch mit einer etwas anderen Ausrichtung, die Schülern wie Eltern die Entscheidung abnehmen will, zum sehr frühen Zeitpunkt zu entscheiden, ob der Haupt- oder der Realschulzweig der richtige ist und dann auch berufsorientiert etwas zu tun. Das Ganze hängt stark zusammen mit der Zusammenarbeit mit beruflichen Schulen, die in Zollbrunn dort den Anschluss bieten. Und es gibt in Gießen ein, wie ich finde, Modell dafür. Sie haben Mittelschule gemacht, eigentlich bevor es die gab, oder Mittelstufenschule, werden jetzt wahrscheinlich eine der ersten Schulen sein, die gemeinsam mit der Alexander von Humboldt-Schule in diese Richtung marschieren. Herr Bremer als Leiter der beruflichen Aliesenschule, Kollegen in der Weststadt. Wie sind Ihre Erfahrungen? Ich weiß, es gibt auch viele ausländische Jugendliche an Ihrer Schule, habe ich dort gesehen. Wie ist Ihre Position zu beurteilen? Schönen guten Abend. Als Leiter der Aliesenschule sitze ich hier vor Ihnen, würde aber gerne den Bogen ein bisschen weiterspannen und insgesamt für das berufliche Schulwesen sprechen wollen, denn ich denke, das berufliche Schulwesen ist heute Abend hier zu Recht vertreten, weil wir, nur mal ein Zahlenbeispiel, ca. 8000 Schülerinnen und Schüler in Gießener und in der Kreisberufsschule derzeit hier haben, Berufsschülerinnen und Berufsschüler, Altersgruppe 16 bis in der Regel 25, aber nicht selten auch ältere Studierende, in Fachschulen sind die auch 30, 40, 50 Jahre alt sind. Und so haben wir im Grunde genommen das, was der Staatssekretär als Heterogenität in der Gesellschaft aufgezeigt hat, bei uns in unserer Schule eigentlich ständig präsent. Und entsprechend vielseitig sind wir auch aufgebaut und, oder aufgestellt. Was der Herr Greilich, was Sie eben angesprochen haben, die berufsorientierenden Maßnahmen, die bei uns Eingangsstufen sind, das ist die Jahrgangsstufe 10, da haben wir in den letzten 20 Jahren über sogenannte EIBE-Maßnahmen, das sind aus dem Europäischen Sozialfonds geförderte Maßnahmen, alleine an der Aliesenschule in den letzten 20 Jahren etwa 500 junge Leute entweder in Anschlussausbildung gebracht oder also in weiterführende Schulformen, Hauptschulabschluss wurde nachgemacht oder haben sie in Ausbildung gebracht. Und da sind, wenn ich den Herrn Riegel da gerade eben gehört habe, auch relativ viele in den ersten Jahren zwischen 1990 und 2000 Spätaussiedler gewesen. Auch aus Kasachstan waren einige junge Leute da. Und diese Maßnahmen laufen weiter. Wenn ich es mal ein bisschen allgemeiner sagen will, haben wir an den beruflichen Schulen, und da beziehe ich die anderen auch mit ein, im Prinzip eine Vielzahl von Qualifizierungschancen mit dem großen Vorteil der Durchlässigkeit. Das heißt, jemand, der dann bei uns seinen Hauptschulabschluss schafft, der kann durchaus bei uns intern durchsteigen in eine zweijährige Berufsfachschule und seinen mittleren Abschluss machen und auch weitere Möglichkeiten im Hause nutzen, sodass diesen Integrationslotsen, sage ich mal, der hier angesprochen worden ist, wir hausintern natürlich haben. Wir haben sehr intensive Beratungen, wir haben eine Schulsozialarbeit, die über den Förderverein eingestellt ist.
Und ich will das jetzt an der Stelle weiter nicht vertiefen, sondern auf die Frage nochmal eingehen, Mittelschule. Wir stellen fest, dass junge Leute in der Altersgruppe 15, 16, 17 oft noch nicht so genau wissen, wo sie beruflich hinwollen. Sie beginnen dann etwas, was sie wieder abbrechen. Und all diese Vorgänge können einen nicht zufriedenstellen, weil das dann auch einhergeht mit Frustrationen. Und manche versuchen das nicht ein zweites Mal in der Ausbildung zu beginnen in einem anderen Beruf. Also das Ziel muss sein, möglichst zielgenau zu beraten und Berufsorientierung vorzuverlagern. Und es gibt vielfältige Kooperationen, auch in der Stadt Gießen, wo so etwas mit abgebenden Schulen gemacht wird. Und ein Modell ist jetzt die Mittelschule, die beantragt wird oder wurde von der Alexander-von-Humboldt-Schule, wo wir als kooperative oder kooperierende Berufsschule den Part der Berufsorientierung mit unseren Werkstattstätten und unseren Werkstattlehrern annehmen können. Und wir versuchen das etwas größer noch aufzustellen, dass wir die Theodor-Litt-Schule als gewerblich-technische Berufsschule und auch eine kaufmännische Schule in diese Kooperation mit reinbringen, damit jungen Leuten, insbesondere jungen Leuten mit Migrationshintergrund, aber auch anderen Benachteiligten, das ist ja mehrfach schon gesagt worden, dass es auch junge Menschen mit deutscher Herkunft genauso schwierig fällt, Fuß zu fassen, ohne Hauptschulabschluss, ohne Perspektiven. Und da denke ich, werden wir über so eine Kooperation eine Verbesserung hinkriegen. Ich würde noch mal, bevor ich abgebe, zwei weitere Punkte nennen, die ich noch mal ansprechen will. Diese Qualifizierungschancen habe ich angesprochen. Das duale System ist genannt worden. Da könnte ich sicherlich noch was zu sagen, wie man auch da unterstützend arbeiten muss, damit dort diese Ausbildungsabschlüsse so stattfinden. Und um auf den Herrn Kurz einzugehen, Herr Kurz, wir bilden bei uns in der Schule die Erzieherinnen aus in der Fachschule für Sozialpädagogik, sodass sie dann von den etwas älteren Schülern ganz schnell wieder bei den Kleinen gehen. Und da können wir vielleicht auch noch ein paar Sätze drüber sagen. Ein Stichwort duale Ausbildung haben Sie genannt. Ich habe mir eine Zahl mal angestrichen aus den Papieren, die ich mir zur Vorbereitung auf heute Abend rausgezogen habe. In dem Schuljahr 2007-2008 hatten wir in Hessen in der dualen Ausbildung sage und schreibe 120 verschiedene Nationalitäten, verteilt über 350 anerkannte Ausbildungsberufe. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was da auf jede Schule, da kommen natürlich nicht alle auf jede Schule, aber welche Vielfalt dort ankommt und welche Vielfalt wir insgesamt in unserer Bevölkerung auch hier in Gießen haben. Herr Busu, Sie sind im Ausländerbeirat aktiv, sind aber vor allem auch ausbildungsfremd, kann ich vielleicht sagen, bei der Diakonie im Bereich der Sozialarbeit tätig. Jetzt haben Sie gehört, was alles so an Theorie oder an Fachaspekten eine Rolle spielt. Wie ist denn die Praxis? Was erleben Sie denn? Ja, erstmal guten Abend allerseits. Mein Name ist Marcel Busu, wie Herr Geil schon gesagt hat. Ich bin beim Diakonischen Werk hier in Gießen tätig und gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender vom Ausländerbeirat von der Stadt Gießen hier. Tatsächlich ist es so, dass die Integrationsdebatte, wie ich das jetzt nenne, eine sehr, sehr interessante Sache ist. Und dieses Thema beschäftigt uns schon seit einem längeren Zeitraum, nicht nur seit dem Sommer jetzt, wo der Ex-Bundesbankvorstand Sarrazin sein Buch vorgestellt hat, sondern das ist ein Thema, ein gesamtgesellschaftliches Thema, das uns hier seit langer Zeit beschäftigt und das uns noch länger in die Zukunft beschäftigen wird. Und ich habe heute Abend, ich habe mich ein bisschen anders vorbereitet, aber ich habe gehört, alles, was meine Vorgänger gesagt haben. Es sind Fakten, die das Thema Integrationsbereitschaft oder Integrationswille von den Zugewanderten sehr, sehr viel angesprochen haben.
Aber ich war sehr froh, dass wir nicht nur bei dem Beispiel von Herrn Dr. Kisseleit von Italien geblieben sind, sondern wir sind irgendwann mal doch mit dem Projekt Frühstadt drauf gekommen, dass neben der Lösung Integrationslotsen sozusagen einzusetzen für dieses Thema, sich einzusetzen für die Integration der Migranten in dieser Gesellschaft, sind wir auch dazu gekommen, dass Rekord die Elternbegleiter auch von der Ausbildung bei Frühstadt auch genannt hat. Und ich denke, das sind schon sehr gute Ansätze, die wirklich zeigen, dass wir auf dem guten Weg sind, was dieses Thema anbetrifft. Also ich persönlich sehe in meiner Praxis, in meiner täglichen Arbeit, sowohl im Sozialdienst, dort wo ich arbeite beim Diakonischen Werk, als auch in meiner Tätigkeit im Rahmen von meinem ehrenamtlichen Engagement beim Aussendebeirat, ich erlebe das Tag für Tag, dass sehr, sehr viel noch zu tun ist, was Integration betrifft. Und wir sprechen sehr, sehr viel darüber, was die Bringschuld der Migranten oder der Menschen mit Migrationshintergrund betrifft. Wir reden sehr, sehr viel darüber. Wir reden aber auch, so wie ich jetzt festgestellt habe, die letzte Zeit sehr intensiv auch darüber, wie die Mehrheitsgesellschaft sich auch öffnen kann, damit dieser Prozess auch gelingen kann. Und ich denke, Integration ist wirklich nicht eine Einbahnstraßensache, sondern das ist ein wechselseitiger Prozess, wo sowohl die eine Seite, die Seite der Zugewanderten, als auch die andere Seite, die Seite der Mehrheitsgesellschaft, jede Seite muss auch das ihre dazu leisten, damit diese Sache mal gelingen kann. Und wir sind hier in Hessen wenigstens durch die Tatsache, dass der Integrationsminister Heran auch in seiner Arbeit sehr, sehr viele Projekte mal auf den Weg gebracht hat, um dieses Problem sozusagen richtig anzupacken, sage ich mal, wir sind auf dem guten Weg. Es ist ein bisschen schade, dass wir diesen Weg ein bisschen spät erkannt haben. Also wenn ich daran denke, dass, wie der Dr. Kisseleit gesagt hat, dass der erste Integrationsminister hier in diesem Land in Nordrhein-Westfalen 2005 eingestellt wurde, obwohl das Problem schon lange, lange da ist, nur die Politik wollte in ihrer Mehrheit das nicht anerkennen. Und ich freue mich wirklich, heute Abend da zu sein. Ich bin auch da, ich werde wirklich, liebes Publikum, Sie vielleicht doch ein bisschen enttäuschen. Ich habe gar keine Lösung für diese Problematik. Und ich denke schon, dass diese Sache nur in einer gemeinsamen Anstrengung korrekt angegangen werden kann, damit es zu einer Lösung kommt. Und wie gesagt, das ist ein langfristiger Prozess, wenn wir erst jetzt intensiv, also ich wollte auch noch vielleicht doch ergänzen, und zwar als der Ex-Bundesbank-Vorstand sein Buch vorgestellt hatte, war ich einer der Ersten, die sich sehr, sehr aufgeregt haben, die gesagt haben, ach, schon wieder so, schon einer, der jetzt eine Polemik mit dem Thema betreiben will. Aber kurz darauf habe ich gemerkt, nein, der Mann spricht Tatsachen an und es gilt, diese Tatsachen wirklich, also richtig zu betrachten und konkrete Lösungswege mal gemeinsam zu erarbeiten. Ich denke, ich werde mal an der Stelle mal Schluss machen. Vielleicht gibt es die eine oder die andere Frage, die ich noch beantworten kann. Der Abend ist noch lang. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.